Hallihallo und herzlich willkommen mal wieder zu einer richtig guten Runde World of Tanks mit mir zusammen und diesmal nicht mit einem Medium oder Heavy Panzer und auch nicht als Top Tier, sondern als Low Tier in dem 8er Panzerjäger der Russen, der ISU 152. Ich glaube, einer der ältesten Panzerjäger und einer der ersten Panzerjäger, die 750 Alpha-Schaden auf ihrer AP-Munition haben, mit 260 mm Durchschlagskraft. Was sehr, sehr gut ist für dieses Level. Und ich bin ja der Meinung, dass man diese Karte, wenn man nicht gerade Medium ist oder Light, ziemlich genau hier gewinnt. Also auf jeden Fall die Heavies gewinnen das hier. Und ich wollte mir dann habe mir dann gedacht, ich unterstütze unser Heavy-Panzer. An dem ich irgendwie versuche, von hinten rein zu snipen. Ich wusste nicht genau wo, ich musste mich dann noch umschauen. Und habe aber jetzt gerade angepingt, dass unserem T34, unserem Mitspieler in dem Xeli, einem meiner Moderatoren, dass er sich hier hinstellen kann, weil man hier Halldown gehen kann. Er hat nämlich keine Arti dabei, was natürlich super ist für sowas wie ein T34. Wenn der Halldown irgendwo stehen kann und keine Arti ist, sollte er eigentlich sehr viel bewirken können. Allerdings wird ihm ein bisschen zum Verhängnis, dass die viele Zehner halt komplett Premium-Munition laden. Und ich habe hier HE-Munition geladen, weil ich mir dachte, ha gut, 10er-Gefecht oder 9er-Gefecht. Wenn die Leute hier Halldown spielen und irgendwie nur die Türme zeigen, dann wird es schwierig, darum durchzukommen und Schaden zu machen. Deswegen probiere es gar nicht erst mit AP und warte auf meine ersten Opfer, die hier ranfahren und irgendwie wahrscheinlich mit Halldown ihre Türmchen rumstrecken werden. So war zumindest meine Annahme. Kleiner Spoiler, es wird ein bisschen anders. Und ich würde auch behaupten, ich habe hier nicht die besten Spieler im Gegnerteam gehabt. Ja, weiter so. Mach du den und hier habe ich natürlich sehr viel Erfahrung mitgenommen. Ich habe hier gerade einem T57 Heavy, einem 10er, die Kette gezogen und 1000 Assist Damage gekriegt, weil der Jagdpanzer eine Zehntelsekunde nach seinen Schuss trifft. Und der ist halt seitlich rumgefahren. Da merkt ihr schon, das ist nicht so wahnsinnig schlau, da seitlich um Ecken zu fahren. Und das macht man einfach nicht. Und die haben wir auf dem Conqueror nochmal schön 240 gedrückt. Die hätten wir wahrscheinlich nicht getroffen, wenn wir AP gehabt hätten. Und hier werde ich von der Mitte angesniped. Also glücklicherweise abgeprallt. Hier gab es übrigens nochmal 400 Assist-Schaden, weil ich den Conqueror retracked habe. Aber ansonsten gehe ich, glaube ich, immer nur auf, wenn ich schieße. Was natürlich sehr, sehr nett ist. Und da hat der Tetris jetzt versucht, echt gut zu positionieren. Indem er sich versucht hat, Halldown zu positionieren. Und mit AP-Munition wäre ich da auch safe abgeprallt, hatte aber zum Glück HE geladen. Und die reicht halt, um auf seiner Wanne, die ziemlich weich ist, über 250 Damage zu machen, die er noch hatte. Und damit haben wir unseren ersten Kill. Ne? Schönen 9er Kill mitgenommen. Ganz entspannt. Unsere Leute stehen hier relativ gut verteilt. Zwei vorne, um direkt die Ecke zu contesten. Und dann zwei weiter hinten, der AMX-50B und der Conqueror, um ihre starken Türme zu benutzen. Die Gegner kommen aus irgendeinem Grund immer noch so rum. Also hier hätte ich schon zwei dicke Hits auch mit AP durchziehen können, was mir instant mehr Damage gebracht hätte. Aber ich bin halt hier einfach eine Gefahr für unsere Heavies. Ne? Wir sind hier deutlich weniger. Wir haben, glaube ich, vier oder fünf richtig starke Heavies im Gegnerteam stehen. Unser T-32 ist woanders hingefahren. Und wir können das trotzdem gut contesten hier und die sogar tendenziell eher dick beschädigen. Also zumindest so gefährlich sein, gerade als 8er TD, so gefährlich sein, dass sie hier nicht rumfahren wollen. Und ich weiß nicht, was die Badgett wollte. Ich hatte hier AP geladen, die Badgett kommt rum, die kriegt halt einen 700er Hit. Ich weiß nicht, was die sich gedacht hatte. Ich habe hier übrigens auch schon eine Gunmark auf dem Ding, bin gerade auf dem Weg zur zweiten Gunmark und ich spiele den Panzerjäger mit einem Tarnnetz offensichtlicherweise, einem Ansetzer. Und dem Modul, damit der Zielkreis kleiner wird. Ich glaube zumindest mit einem Ansetzer. Oder mit einem Einzielhilfe hier, mit dem Richtantrieb. Da gibt es nochmal 800 auf dem KV-5. Also, ich weiß nicht warum, aber sie haben es nicht hingekriegt, sich halbwegs ordentlich anzuwinkeln, damit ich nicht durchkomme, wenn ich hinter denen stehe. Und ich habe halt den Vorteil des umgefallenen Baums und dem Tarnnetz, wobei das Tarnnetz wahrscheinlich gar nicht viel macht, der umgefallene Baum hauptsächlich, dass ich nicht aufgehe. Erst wenn ich schieße. Was natürlich eine super, super Situation ist. Und hier ist es leider, leider an der Kanone vom toten T30 hängen geblieben, glaube ich. Oder sowas in der Richtung, auf jeden Fall am Wrack davor. Der Schuss wäre sonst vielleicht gar nicht reingegangen, aber der wäre trotzdem saftig gewesen, wenn er reingegangen wäre auf dem AMX M4. Und steht schon wieder 10-2, ja. Westflanke komplett eingenommen. Der war immer noch nicht angewinkelt genug, der ging immer noch schön durch. Da hat jetzt mal ein T57 Heavy mir eine mitgegeben, aber das ist schon entschieden. Die Mediums kommen gleich von hinten und räumen auf.
Jetzt ist leider unser Mitspieler rausgegangen, der gute Xeli. Der hat nicht so ein gutes Spiel, weil die Zehner, wie gesagt, mit Premium-Munition ihm auch durch den Turm schießen konnten. Das ist ein bisschen frustrierend, wenn man so ein dick gepanzertes Ding hat und dann einfach nicht wirken kann, beziehungsweise seine Panzerung nicht ausspielen darf, obwohl man sich schon ziemlich gut positioniert hat, meiner Meinung nach. Und der ging da nicht rein. Tja, damit ist das Spiel auch so gut wie vorbei. Der T-57 Heavy wird von hinten angegangen, der T-110E4 wird von hinten angegangen. Ja, das Spiel ist durch. Wir haben 3300 Schaden, 1500 Assist Damage, 4800 Combined Schaden. Das war eine ziemlich dicke Runde als Low-Tier-Panzerjäger, einfach als Unterstützung, Schadensunterstützung mitzufahren, dass die Leute nicht rumkommen wollen gegen deine 750 Alpha-Schaden halt. Und so wie sie rumgefahren sind, wie gesagt, immer komplett die Seiten exposed haben, ich weiß nicht warum. Also sie haben es ja auch nicht nur mir gegenüber ihre Seiten gezeigt, sondern auch unserem Heavy-Tanks gegenüber. Konnte man sie natürlich sehr schön rausnehmen, deswegen, ich bin der Meinung, ich hatte ja nicht die besten Gegner, aber es ist natürlich schön, so ein Panzerass geschenkt zu bekommen. Eigentlich die einzige Entscheidung, die ich hier treffen musste, war, wo positioniere ich mich sinnvoll, dass ich was zum Schießen habe und dann auch wirken kann. Und die eine Entscheidung habe ich anscheinend ganz gut getroffen und die Gegner sind mir reingefahren. Das ist das, wie ich am liebsten Panzerjäger spiele, dass die Leute mich reinfahren, geben mir eine richtige Schelle, verschwind wieder, nachlad, komm wieder raus, geben mir eine richtige Schelle. In diesem Sinne, gebt dem Like-Button eine richtige Schelle und schaut mal bei Twitch vorbei. Da will ich nämlich am Samstag streamen. Bis gleich.